Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder eine kleine Folge aus dem Videoformat Waste of Money World of Warcraft Edition. Und ich war wieder fleißig im Gold ausgeben. Ich habe mir nämlich wieder was Schönes rausgesucht, wo wir ein bisschen Gold reinwasten können. Ihr wisst ja, ich bin jemand, der so ein bisschen Sachen collectet. Und unter anderem tue ich nicht nur Mounts und Toys und solche Achievement-Sachen collecten, sondern auch natürlich die Pets. Und hier ist es so, dass mir im Moment noch zwei Pets fehlen, und zwar einmal der vergoldete Vater und zum anderen der Larion Springer. Das sind zwei Pets, die man sich hier in Shadowlands erspielen kann. Das eine droppt von einem NPC, der schimpft sich Orstus und ich glaube Soralia oder irgendwie sowas, ich spreche es mal falsch aus. Und das andere, der goldene Warter, den kriegt man aus Kisten sowohl in Ravendress als auch in der Bastion raus. Ich habe mehrere hundert Kisten aufgemacht, keinen Warter rausbekommen und ich habe auch den Rare x-mal umgehauen und auch nichts bekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, komm, wir wasten jetzt ein bisschen Gold auf diese Sache rauf. Wir machen das aber ein bisschen intelligenter, weil wenn ich mir die beiden Pets hier auf Antonidas kaufen wollen würde, dann würde ich zahlen 130.000 und 137.000. Ihr seht, das sind relativ teure Pets, selbst auf so einem großen Server wie Antonidas. Das wären zusammen, wenn ich es überschlage, 467.000, also wir sind relativ nah an 500.000 dran, wenn ich mir beide Pets kaufe. Ich will mir das Ganze ein bisschen günstiger holen, beziehungsweise habe schon ein bisschen was vorbereitet, wie ihr euch vorstellen könnt. Und dementsprechend habe ich euch da was, eine Seite, die ich euch zeigen kann und anhand derer ihr vielleicht dann auch Sachen euch günstiger holen kann oder könnt, so rum. Wir sind nämlich auch immer auf der Seite der Undermine Journal und hier könnt ihr verschiedene Items suchen und das Schöne ist, wie jetzt zum Beispiel hier bei den Pets, den Larion Springer, habe ich da gesucht und dann sehen wir, wie viel er hier auf Antonidas kostet und diese ganzen Durchschnittspreise, die uns aber nicht interessieren, sondern wir gehen nach unten und sehen, auf welchem Server er wie viel kostet, ne? Und da ist es so, dass ich mal die ganzen Server durchgeguckt habe und dementsprechend mir dann einen günstigen rausgesucht habe und auf diesem günstigen Server versucht habe, Gold zu bekommen. Das ist meistens so, dass man so ein bisschen, ja, eine Gebühr noch zahlen muss. Da gibt es verschiedene Seiten, unter anderem das Discord, WoW Market, da kann man so, da kann man im Endeffekt so gegen eine Gebühr Sachen hin und her tauschen und jetzt habe ich mir halt ein bisschen was getauscht und dementsprechend konnte man auf dem anderen Server das Ganze holen. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein. Wir haben nämlich hier einmal auf dem Server Soul Flayer das Waterpad ein bisschen günstiger gekriegt. Ich kann es euch mal zeigen. Wir haben es hier für 80.000 gekauft. Dementsprechend, ja, haben wir da einiges weniger an Gold ausgeben müssen. Ich glaube, was war es auf Anto? 130.000? Also haben wir uns jetzt hier 50.000 gespart. Ich habe 8.000 Gebühr gezahlt, muss ich zugeben. Also haben wir uns trotzdem, ja, ein bisschen über 40.000 gespart. Das können wir jetzt einmal hier rausnehmen und lernen. Das ist schon mal das Erste. Also 88.000 haben wir jetzt da schon mal auf der Rechnung. Dann können wir eigentlich hier ausloggen und den Char wieder löschen. Denn ich habe leider so ein bisschen Probleme mit Char-Slots. Moment, den löschen wir jetzt gleich mal. Löschen. Ach. Sag bitte, dass ich nicht in der im Post noch was habe. Nein, haben wir nicht. Und jetzt müssen wir noch was anderes machen. Und zwar müssen wir mit allen Accounts ausloggen. Denn das zweite Pad, das teurere, was hier auf Anto 330.000 kostet, musste ich mir auf einem russischen Server holen und dementsprechend müssen wir hier ein bisschen was umstellen. Du kannst nämlich auf einen russischen Server nicht einloggen, wenn man den Client nicht auf Russisch umgestellt hat. Und das müssen wir jetzt mal kurz machen. Hier einmal Russisch, Burning Crusade können wir zumachen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch auf Russisch umstellen muss, aber das machen wir jetzt einfach mal. So, das haben wir auf Russisch umgestellt. Dann loggen wir wieder ein und dann muss ich den richtigen Server raussuchen. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, weil jetzt ist alles auf Kyrillisch. Ja, das sind diese lustigen Zeichen. Und jetzt müssen wir mal gucken, das hier müsste... Ich habe doch den Char nicht gelöscht, oder? Nee. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf welchem Account das ehrlich gesagt war. Finde den russischen Char. Wo bin ich denn jetzt eingeloggt? Ah, ich bin auf dem Main-Account eingeloggt. Warte mal, jetzt switch mal auf den zweiten Account. Habe ich da den russischen Char? Ich hoffe, ich habe meinen Char nicht verloren, weil das Zeug, was ich da gekauft habe, war doch relativ teuer. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Ah, schaut, hier ist er.
Das, ja, das ist der richtige Server. Und hier habe ich mir nämlich auch einen Char erstellt. Und wie ihr seht, ist es echt ein bisschen nervig, ne? Also man kann auf einem englischen Server, auf einem deutschen, französischen, spanischen, italienischen, ist vollkommen egal, könnt ihr, wenn ihr den Client auf Deutsch eingestellt habt, auf jedem einloggen. Das Einzige, was nicht geht, ist halt die russischen Server, weil da halt die kyrillische Sprache quasi ein Muss ist und dementsprechend müsst ihr die Sprache umstellen. Und das Lustige ist, man kann sich sogar nicht mal, zumindest ging es bei mir nicht mal mit quasi mit dem lateinischen Alphabet, mit diesen Buchstaben, konnte ich mir nicht mal einen Char erstellen mit dem Namen. Ich glaube, vor einem Jahr oder so war ich schon mal auf dem russischen Server und da hat es tatsächlich funktioniert und jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Also ich musste auch einen russischen Namen nehmen, wie ihr hier seht. Und da ich keine kyrillische Tastatur habe, war das ein bisschen umständlicher, sagen wir es mal so. Egal, wir haben uns auf jeden Fall hier das andere Pad noch geholt und wie ihr seht, haben wir hier einmal den Larion Springer. Der heißt zwar nicht Larion Springer, aber naja. Hier seht ihr ingame auch, durchschnittlicher Preis ist hier 500.000 und wir haben ihn hier geschossen für 135.000, also wesentlich günstiger. Ich habe mit dem Trader halt ausgemacht, dass wir 140.000 traden, dass es eine glatte Summe ist. Jetzt habe ich mir halt dementsprechend noch zwei andere Pets gekauft, die ich dementsprechend dann noch weiterverkaufen werde, einfach um nicht die 5.000 hier liegen zu lassen, weil ich werde den Char löschen, ne? Und ich habe mir dann noch irgendein Pet gekauft, ich weiß nicht, was das für ein Pet ist, ne? Irgendein Oktopus wird es wahrscheinlich sein. Und habe ich hier für 4.000 gekauft und der ist anscheinend wert 17. Und dann habe ich mir hier für 400 noch irgendein anderes Pet gekauft, was halt 2.000 wert ist, ne? Gut, also vielleicht können wir den sogar auch noch ein bisschen plus machen. Das wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern, bis wir verticken, aber naja, besser als nichts. So, dann lernen wir das Ganze mal. Was war denn das gerade? Habt ihr gehört, da kam irgendwas Russisches, weil ich die Viecher gelernt habe? Okay, gut. Jetzt haben wir die einmal eingetütet. Jetzt können wir hier wieder ausloggen. Und loggen dann ins Löschen. Warte mal, was ist ein Löschen? Ist das Löschen? Ah, nein. Ich kann jetzt hier nicht Löschen eingeben. Ach. Okay, warte. Was heißt Löschen auf Russisch? Löschen. Oh boy, bitte. Nein, das geht nicht. Oh nein. Oh nein, ich krieg den Char nie wieder los. Warte mal. Oh nein. Vielleicht das hier? Ah, ja. Also wenn ich Deutsch löschen mit dem Google-Übersetzer auf Russisch übersetze, geht's nicht. Wenn ich Delete im englischen Google-Übersetzer eingebe und es dann aufs Russische übersetzt, dann funktioniert's. Okay, wir haben den Char losgebracht. So, ich will hier keinen mehr stellen. Jetzt muss ich wieder das ausloggen? Ne, das nicht ausloggen. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ah ja, okay, gut. Wir haben es geschafft, hier wegzukommen. Dann stellen wir das jetzt wieder um. Einstellungen. Ich glaube mittlerweile, das Gute ist, dass du die Spieleinstellungen unabhängig vom Client einstellen kannst. Wo ich das letzte Mal auf dem russischen Server war, hatte ich die Problematik, dass ich alles auf Russisch umstellen musste. Da war der Client auch hier. Heißt, ich musste auch hier zum Durchklicken, war dann alles auf Kyrillisch und dann machst du das erstmal. Dann musst du so quasi ein bisschen rumprobieren, bis du aufs Richtige kommst. War richtig nervig. Mittlerweile kannst du das zum Glück unabhängig voneinander machen, aber ja. Okay, jetzt loggen wir mal auf meinen Main wieder ein. Jetzt müssten wir beide Pets haben. Und dann werden wir sie noch upgraden. Was haben wir jetzt insgesamt gezahlt? Und zwar haben wir gezahlt einmal 140.000 für den Larion Springer, der ja auf Antonidas bei 330 war. Und im Durchschnitt sogar bei 500.000. Ne? Und dann habe ich noch 80.000 für den Warter gezahlt, der halt auf Antonidas 130.000 kostet. Ne? Gut, ich habe dann noch 8.000 Fee gezahlt zum Tauschen. Für den Larion Springer habe ich keine Gebühr gezahlt, denn ich hatte bei dem Kollegen, der mir quasi das getauscht hatte, Gold auf dem Server, den er haben wollte und dann hat er keine Gebühr verlangt. War halt praktisch. Ich habe dann auch Gold auf Blackmore gehabt. Ne? Da habe ich ja auch mal eine Weile gespielt und habe dann noch einen guten Betrag an Gold und da habe ich ein bisschen was eingetauscht. Heißt, ich habe jetzt für beide Pets zusammen 228.000 Gold gezahlt. Hätte ich das Ganze hier auf Antonidas gekauft, hätte ich ja 470.000. Also ich habe es für weniger als die Hälfte bekommen. Und es hat mir jetzt ein paar Minuten
kostet, das zu tauschen, aber ihr seht, durch solche Geschichten könnt ihr halt teure Items günstiger kriegen, wenn ihr gewillt seid, so Sachen hin und her zu tauschen. Achso, vielleicht noch als kleine Info, warte mal, ich kann euch meinen Discord noch zeigen. Wir haben hier einmal das Discord, hier unten haben wir es, das sieht man wahrscheinlich nicht, das Discord heißt WoW Market. Und da könnt ihr verschiedene Aktivitäten machen, unter anderem, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist Goldswap. Da gibt es dann verschiedene Leute, die hier halt das anbieten, ne? Die geben euch Gold auf dem einen Server, ihr gebt ihnen Gold auf dem anderen Server und gebt halt ein paar Prozente. Oder wenn ihr Gold auf dem Server habt, die haben wollen, dann machen sie es halt auch in Anführungszeichen kostenlos. Genau, das soweit dazu. So, jetzt müssten wir meine zwei Pets einmal haben. Mal gucken, die müssten hier irgendwo sein. Genau, der Larion-Springer. Den werde ich jetzt noch upgraden. Einmal auf blau und einmal auf episch. Und dann den zweiten, den wir uns gekauft hatten. Ich glaube, das hier hatte ich gekauft zum Weiterverkaufen, ne? Da müssen wir mal gucken, was der hier auf Anto wert ist. Aber wir wollten hier den vergoldenen Warter noch holen. Den werden wir auch auf blau upgraden und auf episch. Und dann seht ihr, sind wir jetzt durch mit den Pets. Hier unten ist nur noch Murky drin, das ist ja das BlizzCon-Pad, das kannst du leider in-game nicht kriegen und kostet, glaube ich, irgendwie so 3.000, 4.000, 5.000 Euro, also da werde ich so schnell nicht rankommen, aber zumindest mit den anderen Pads, die habe ich alle, sind auch alle 25 und blau, die einzigen paar, die nicht auf Max-Level und blau sind, sind hier ein paar, die da oben noch rumliegen, das sind aber Pads, die ich weiterverkaufe, ne? Die ich halt irgendwo gedroppt bekommen habe, die ich weiterverkaufe, aber ja, mit Pads sind wir dann dementsprechend hier auch im All the Things tatsächlich komplett durch. Gut, das war mein kleines Video zum Gold-Wasten, war jetzt nicht der Riesenbetrag, ne? Aber wir haben uns doch gut was gespart und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.